Guten Tag, mein Name ist Bormann. Ich bin von Beruf Lehrer, ich wohne in Berlin. Und dieses Video ist das erste Video, was ich nach 2 Wochen Sperre bei YouTube wieder hochladen werde. So, was muss man in solch einem Video sagen? In solch einem Video sagt man in der Regel, ich habe auch noch andere Kanäle, ja. Und die lauten... So. Haben Sie sich diese Kanäle endlich einmal notiert? Ja? Sind Sie auch auf anderen Plattformen unterwegs? Muss ich das hier flüstern? Oder wird man dafür von YouTube auch bereits gelöscht? Dass man verrät, dass es auch noch andere Plattformen gibt, die nicht zensiert werden. Tja, ist eine platte Behauptung, dass die nicht zensiert werden, nicht wahr? Ja, das kann gut sein, dass die durch die Provider auch ein bisschen eingeschränkt sind, dass manche Streams verlangsamt werden, dass man auch nicht an alles rankommt. Aber nichtsdestotrotz ist also YouTube nach wie vor einer der Köpfe der Hydra, der Propaganda und gehört abgeschlagen. Ja? So, warum? Mit Propaganda kann ich persönlich nicht leben. Ich möchte Geschichten hören aus dem Leben der Menschen, was tatsächlich vor Ort passiert. Diese gemachten Geschichten des Mainstreams, diese Kamerateams, die überall rumziehen mit ihren eigenen Leuten, um ihre eigenen Geschichten vor Ort wie ein Theaterstück aufzuführen, was sie danach dann im Fernsehen welche dann anschließend im Fernsehen als Wahrheit präsentiert werden. Diese Sendung braucht doch kein Schwein. Und ich will auch nicht mehr dafür bezahlen. GEZ, bitte stellt mal eure Rechnungen ein. Ihr seid überflüssig wie ein Kropf am Hals. Ihr seid der Kropf am Hals der Hydra. Ihr gehört genauso abgeschlagen. Huisch, niemand wird euch vermissen, niemand. Niemand wird Illner, Maischberger und Lanz vermissen. Naja, Herr Lanz war ja manchmal der eher kritische. Aber so ist das halt mit der kontrollierten Opposition. Solange man da in diesem Stall sitzt und von dem man sein Geld kriegt, fallen die Fragen niemals so kritisch aus, wie sie sein müssten in diesen Zeiten, in denen jeder von uns bedroht wird durch Gift aller Art. Ja. Gift fürs Hirn, Gift fürs Herz, Gift in der Nahrung, Gift in den Medikamenten, Gift in der Umwelt, überall Gift. Und deswegen sitze ich jetzt hier, so mitten im Grün, im Sauerstoff, damit das Gehirn funktioniert. Anschließend gehe ich nach Hause und esse gesunde Sachen. Ja, nachdem ich viel Bewegung gehabt habe, nachdem ich Vitamin D getankt habe, nachdem ich mein Immunsystem gestärkt habe. Und eins mache ich ganz bestimmt nicht, den Fernseher an. Der bleibt aus. Eine Kleinigkeit habe ich noch vergessen. Auf Zigarettenpackungen gibt es einen Warnhinweis. Ne? Rauchen ist tödlich und ähnliches. Bei YouTube-Videos würde ich am Ende auch einen Warnhinweis anbringen wollen. Dieser Plattformbetreiber veröffentlicht ausschließlich Videos, die ihm oder der Bundesregierung gefallen. Alle anderen werden mit fadenscheinigen Vorwürfen gelöscht. Zum Beispiel medizinische Missinformation. Mein letztes Video zum Beispiel, da habe ich gar nichts über Medizin gesagt. Ich habe nur geredet über... Was kann ich ja hier nicht sagen? Also, Warnhinweis am Ende von YouTube-Videos, bitte. Und wie könnte der aussehen? So zum Beispiel.